Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardliner. Im Container. So, beim letzten Mal haben wir ja hier alles durchsucht und müssen uns jetzt mit Kai treffen, damit die uns wieder irgendwas sagt, weil die hat anscheinend auch etwas gefunden. So, rennen wir mal ran, Schnitt. Was war das denn gerade da? Da stand... Da war es doch gerade schon... Ach so, nach rechts lehnen, okay. Verstehe. Wo bist du, Kai? Was gefunden? Lance und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Ja, vorbeischauen können wir tatsächlich mal. Wo denn diese komischen Plüschtiere hergestellt werden. Da sind bestimmt Drogen drin. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, Leute, wer kauft sich so einen Schrott? Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Okay. Nick, die Zentrale meldet einen Verdächtigen. Nicht schlecht. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib Mach Kontakt. Das. Toller Zeitpunkt für ein Hurricane. Okay, da haben wir welche. Alles klar, da oben? Alarmanlage. Ja, da haben wir auch noch einen. Wir sind zwei geworden. Kontakt nur ohne Ende. Das gefällt mir gar nicht. Denk dran, Krieg herrscht an anderen Dingen. Die rechte Vorlesung brauchst du hier keinen. Ja, ich komme mit das. Das hier die Seilrutsche? Warte mal, hier haben wir erstmal Munition. Gut, lass das mal alles so. Mit dieser scheiß Seilrutsche irgendwie. Wenn ich hier rüber irgendwie rutschen könnte. Ja, wir können es einfach mal probieren. So. Juhu! Okay, ja, komm. Nein! Nein! Scheiße! Okay, dafür haben wir eine Trophäe verdient, okay. Ja, aber eigentlich, ehrlich mal zu gestehen, Leute, ich wollte die Trophäe haben. Deswegen habe ich das jetzt kurz gemacht. Weil ich meine, wie sollen wir das auch überleben? Also das ist ja völlig unmöglich eigentlich, sowas jetzt zu überleben. Wenn man in, aus der Höhe, also erstmal von hier aus darüber jumpt, sage ich jetzt mal so, und man sich nirgendwo dort festhalten kann, ist das eigentlich praktisch unmöglich, das zu überleben, wenn die ja direkt auf einen ballern. Warte mal. Ne, warte mal, welche brauche ich denn jetzt? Ich mal. So, nehmen wir die am besten einfach. Wenn wir den oben erstmal ausradieren, ist das natürlich am besten. Hallo, hier ist die Polizei. Keine Bewegung. Bitte sehr. Auf Wiedersehen, Hackfresser. Okay. Wie stelle ich das jetzt an, Leute? Wie stelle ich das jetzt an? Das ist eine Tortilla-Fabrik. Okay, da ist auch noch einer. Oh, noch zwei. Okay, check das andere Gebäude. Scheint gesperrt zu sein. Da ist auch noch jemand, da auch noch. Nimm das Dach.
Aha. Das ist gar nicht gut. Wir sind zwei gefallen. Und warten ohne Ende. So, jetzt kann ich nur noch hoffen, dass es klappt. Fuck, da hinten kommt noch ein Dritter, oder? Nee. So, ihr seid verhaftet. Alles klar. Bleib locker, Mann. Alles klar. So, ich nehme erstmal dich. So, okay. Finger weg davon, alter Sack. Auch wenn er noch gar nicht so alt ist. So, sind wir die beiden schon mal los? Scheiße. Okay, verhaften wir den schnell, bevor die Schießerei losgeht. Oh Mann, fuck! Gehen wir am besten in die Höhe. So, ich weiß, da war einer mit Haftbefehl. Scheiße! Nein, Mendoza! 1199. Mann, ganz ehrlich, Kai ist nicht mehr da. Keiner ist mehr da. Nur ich. Und woher wissen die dann, dass dann ein Officer am Boden ist? Nick, die Zentrale meldet seinen Verdächtigen. Nee. Ich folge ihm, okay? Ja, ich melde dir auch gleich was für dich, Julius Kai. Bleib in Kontakt. Nee, jetzt habe ich aber auch gleich keinen Bock mehr. Ja, so ist das halt. Hallo. Da verhafte ich dich halt auch erstes. Ich meine, wisst ihr, wir haben jetzt gerade die beiden so schön da hinten verhaftet und alles. Das ist echt bescheuert. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Klar, Leute, können wir nichts gegen machen momentan. Irgendwie werden wir hier schon durchkommen. Ich hoffe nur nicht, dass wir 20.000 Parts dafür brauchen. Sondern das irgendwie schneller hinbekommen. Hallo. Bleib, wo du bist! Wo liegt mir der Kofi? Gut. Ah, wir sind Experte Level 8. Das ist schon mal gut. Ja, da sind wir die zwei Typen. Scheint gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha, guter Plan. Nimm das Dach. Jetzt haben wir die Idee nicht schon vor alleine drauf bekommen. Ach nee, ich kann jetzt gar nicht, oder? Nee. Okay, ich dachte gerade, ich könnte ins Waffenmenü. Irgendwie eine andere Waffe mehr nehmen. Aber es geht ja nur, wenn hier so Kisten sind. Das ist eine Tortilla-Fabrik. Sieht sauber aus. Okay, check das andere Gebäude. Wie stelle ich das jetzt bloß an? Wenn ich den verhafte, wird der alarmiert. Verhafte ich den, wird der alarmiert. So. Verhafte ich euch beide als erstes. Keine Bewegung!
okay, okay? Bitte hab mich nicht entdeckt. Gut, gut, gut. Wir müssen erst den Alarm eliminieren. Dann haben wir vielleicht. Hab den Verdächtigen überwältigt, Zentrale. Wir kommen ihn abholen, 13. Gut, gut, gut. Hey, habt ihr da schon nachgesehen? Hallo. Polizei, du bist verhaftet. Arschloch. Eben. Das ist dein Du bist verhaftet, du Arsch. Das ist mein Ende, das ist dein Ende. Okay, jetzt versuchen wir mal hier hochzukommen. Wir können uns dort oben irgendwie verstecken. Auch wenn da oben immer noch so ein Bastard ist von dem. Komm, 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 komm. Ja, wir haben es geschafft. Wenn du Stoddard findest, lass ihn reden. Vielleicht ist er sicher. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in 2 Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Ja, okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Und das sollten wir auch tun. Er ist mit ein paar okay, Typen. Okay, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Die Tür ist zu. Wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich. Bin ich nicht ein Pro-Gamer? Bin ich nicht einfach geil? Echt mal. So, okay. Kletterhaken. Ich denke mal, die Seilrutsche brauchen wir momentan nicht. Die ersetzen wir mal durch ein Medikit. Medikit ist mir irgendwie lieber. Ach ja, erstmal, genau, erstmal scannen. Du Volltrottel. Denk da nicht, da. Kann ich auch. Ja, du machst meinen Anzug kaputt. Was haben wir denn da Schickes? Für dich hier ein Kram. Tamu Tamu DVDs. Da hört sich aber nicht nach ordentlichen DVD-Stoff an, würde ich sagen. Das haben wir im Frieden gesagt. Okay, haben wir hier sonst noch was? Ah, verstehe. Du machst also Waffe. Geschmack? Hier ist doch sonst nichts, was wir verbrauchen können. Du musst Stoddard nach unten folgen. Ja? Ich bin ja dabei, aber er... Ach, da! Oh, dann haben wir das auch schon mal. Oh, die Scheiße ist, jetzt wird gleich hier ordentlich geballert. Du bist einfach zu spät eingestiegen, das ist dein Problem. So, dich kann ich überwältigen. Polizei, halt! Auf Wiedersehen! Wow, ey! Fühlt euch jetzt cool? Weil ihr auf mich ballern könnt? Ich brauche eine andere Waffe. So, jetzt habt ihr nichts mehr zum Lachen. Ja, guckt es euch aufklappen, würde ich sagen. Und ich bin hier der neue Boss. Bisch! So, die kann der auch. Gut, gut, gut. Sie sind alle eliminiert. Was haben wir denn dafür eine nette Waffe? Die haben wir anscheinend auch schon freigeschaltet. Oh, ich habe nur noch 9-mal Munition. Da oben wäre eine Munitionskiste, wenn ich mich nicht vertue. Und ich vertue mich eigentlich nie, würde ich mal so sagen. Nein, natürlich vertue ich auch mich mal. Wäre ganz klar. So, wir haben wieder volles Magazin. Wir haben auch noch genügend Zeit. Dann wollen wir mal weitergehen. In der Hoffnung, dass wir irgendwo, wie auch immer der Typ heißt, Stoddard, glaube ich, oder Stoddard. Ich kann den gar nicht aussprechen, den Namen. Ja, brech die Tür auf! Wie ein wahrer Samurai! Okay. Okay, da sind schon wieder welche.
Spray, das sind jetzt nur Kisten. Okay, das ist eine Munitionskiste, da ist ein Verbrecher. Den können wir ohne Waffengewalt überwältigen. Hände hoch, du alter Sack! Stehen bleiben, Polizei! Okay, alles easy. Okay, wir können wieder was scannen. Dann werden wir es auch mal direkt tun. Ein Gewächshaus. Wow. Wer ist denn der Bastard? Trotzdem können wir hier irgendwas scannen. Wow, wir sind ja schon hier. Ist jetzt nur die Frage, was können wir scannen? Ah, eine Kiste. Gut, gut. Hotshot-Kiste. So. Versuchen wir die mal alle zu verhaften. Ja, nichts mehr mit Lisa hier. Okay, alles. Das war's mit eurer Kokainplantage. Würde ich mal so sagen. Okay. Pflanzen. Das einzige, wozu die gut sind, ist rauchen und essen. Hallo. Du bist verhaftet. Gute Nacht, Kollege. Okay. Hallo. Halt! Keine Bewegung! Okay, alles easy. Und weg mit dir. Ja, alles easy peasy, du easy. Okay, nehmen wir jetzt mal den da hinten am besten. Wir wollen ja, dass ihr aufhört mit den Drogen. Drogen sind schlecht, Leute. Halt! Die Hände. Nee, aber jetzt mal zum Ernst, Leute. Drogen sind definitiv schlecht. Also, ich bin ja ein totaler Drogenkämpfer, sag ich mal. Also, ich kann es ja gar nicht leiden. Ich kann ja schon Zigaretten nicht leiden. Und all den Scheiß. Aber gut, was soll man machen? Ich meine, jeder Mensch hat es ja selber in der Hand. Aber dass die anderen Menschen dafür mit reingezogen werden oft. Aber gut, wir wollen ja jetzt hier keine Politikshow rausmachen. Dafür hatten wir ja immerhin Call of Duty Advanced Warfare. Da konnte man ja Politik rausmachen irgendwie. Hallo. Polizei! Stehen bleiben! Hallo. Störe ich euch? Ich will euch nicht stören. Okay, alles man sagt ja, die letzte Zigarette im Leben ist die beste. Ich hoffe, das ist für den Typen genauso. Und weg mit dir. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, steckt er mit seinem Bein in der Wand. Ah, haben wir die schon freigeschaltet? Oder ist die gleiche Knarre, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Magnum haben wir schon. Okay, öffnen wir mal die Tür. Du hier? Witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die Scheißwaffe runter. Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ. Greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hin wollen. Was zur Hölle war das? Nichts. Hier ist alles okay. Stopp! So kannst du mich nicht mehr festnehmen. Scheiße. Ja, da hat er vollkommen recht. Gut, kann ich ihn wirklich draufnehmen. Moment mal, warum schießen seine Leute auf den? Ach ja, genau, ich weiß warum. Die wollen die Macht für sich haben. Aber das lassen wir nicht zu. Mann, mit den Flammen sieht man kaum was. Aber die Flammen sehen mal geil aus. Oh ja, da hast du recht.
Oh, was für ein Rauch. Da kann er kaum atmen. Da muss er noch ballern. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja, ich kann nicht gleichzeitig Füßen und ballern. Da ist er! Hey, hey. Das ist ein Kopfschuss. Hier ist doch noch jemand, oder nicht? Ja, da. Mehr Munition aufnehmen. Der Typ pennt ja immer noch. Ach, wir können die gar nicht abschießen, okay. Ja, da hoch. Mein Wagen ist draußen. Die Musik ist auch echt geil. Oh, jetzt kommt da was von Bond. Nick, hier lang! Tage in Miami, herrlich! Kai, wo bist du? Tom Kron! Du bist an der Mall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie... Oh, fuck! Kai? Komm her, sofort! Kai, ich glaube, die braucht Verstärkung. Egal, Mann, ich nehme dich fest. Mendoza, deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Los jetzt, da ist mein Wagen. Wow, ein Hurricane. Ist noch ziemlich weit bis zum Laden. Wow. Okay, dann mal los. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich hier für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ich hoffe auch, ihr schaut im nächsten Teil wieder rein. Wenn ihr das Video unterstützen wollt, gebt doch einen Daumen hoch nach oben oder einen Abonnent, das würde mich auch sehr freuen. Und vergisst nicht, besucht mich auf Facebook und Twitter, um immer auf den aktuellsten Stand der Sachen zu sein. Wir sehen uns.